Art der Chineser, Perlen zu machen. Von Georg Christoph Lichtenberg. Gelesen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Art, deren sich die Chineser bedienen, Perlen zu verfertigen, die ein Mittel zwischen natürlichen und künstlichen sind, ist sehr sinnreich. Aus der gewöhnlichen Perlenmutter verfertigen sie kleine Kugeln, von der Größe, die die Perle haben soll, ziehen sie auf Schnüren, sechs etwa auf eine, und sondern sie durch Knoten voneinander ab. Wenn nun die Muscheln zu Anfang des Sommers heraufkriechen und geöffnet an der Sonne liegen, legen sie in jede eine solche Schnur. Mit diesem Fang senkt sich die Muschel zu Boden. Das folgende Jahr holt man sie herauf und öffnet sie, da man dann jede der künstlichen Perlen mit einer Perlenhaut überzogen findet, die ihnen völlig das Aussehen der echten gibt. Herr Grill Abrahamsson hat eine solche Muschel an die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften geschickt. Es war eine Mytilus cygneus, den man auch in Schweden findet, und war aus einem See einige Meilen von Kanton genommen. Die Perlen, von welchen auch Proben überschickt wurden, sahen den echten ganz ähnlich. Nur blieb ein kleiner Fleck unbedeckt, wo die Perle nämlich an der Muschel festsaß. Ließe man ihnen mehr Zeit, so gäben sie sich vermutlich los. Aber auch so, wie sie sind, lassen sie sich bei Stickereien gebrauchen. Wo solche Muscheln sind und wo man sicher sein kann, sie wiederzufinden, ist es allerdings der Mühe wert, Versuche anzustellen. Diese Sicherheit aber wäre, selbst bei großen Seen, leicht zu erhalten, sobald die Sache mit einigem Vorteil betrieben werden könnte. Ende von Art der Chineser, Perlen zu machen. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.